eine Mutter zu haben, die Prophetin ist und einen Vater, der unter anderem Präsident der Generalkonferenz war, ist alles andere als einfach. Einen deiner Brüder ganz persönlich im Alter von 16 Jahren zu verlieren, sowie zusehen zu müssen, wie dein Vater krank wird und einen frühen Tod erleidet, muss sehr schwer sein. Eltern zu haben, die in deiner Kindheit ständig unterwegs waren und im Blickfeld der Öffentlichkeit standen, machte die Kindheit von Edson White schwieriger als das, was die meisten von uns erleben. Es gibt wohl keine bessere Bezeichnung, aber als er aufwuchs, war er das schwarze Schaf der Familie, um das sich Alan White am meisten sorgte. Er log und betrog, er war durch und durch ein Sorgenkind. Er verursachte häufig Streit zwischen seinen Eltern, denn James und Alan White hatten unterschiedliche Ansichten darüber, wie man mit ihm umgehen sollte. Manchmal ging er in die Stadt und machte im Namen der Whites Geschäfte. Wenn diese aufflogen, verließ er die Stadt und überließ es seinen Eltern, die Rechnung zu begleichen. Sein Vater hätte ihn sehr gerne dem Gericht überlassen, damit er die Konsequenzen seines Handelns verstehen konnte. Aber seine Mutter half ihm oft aus der Patsche und wählte einen sanfteren Ansatz. Nach dem Tod seines Vaters wurde es immer schlimmer. Er hatte einen Streit über das Honorar des Review and Herald und schrieb auch seiner Mutter, dass er nicht religiös sei. Alan White rang dennoch weiter um ihn. Sie sagte ihm, dass sie den Himmel gesehen hatte und dieser echt ist. Alan hatte eine bessere Beziehung zu Edsons Frau, Emma, und bat sie dafür zu sorgen, dass Edson ihren Brief las und nicht verbrannte. Einmal hatte sie einen Traum, in dem sie ihn in einer reißenden Flut ertrinken sah. Sie wachte auf und schrieb ihm einen Brief. Dies ging über mehrere Jahre so und schien keine Wirkung zu haben. Aber Gott arbeitete still an seinem Herzen. Irgendwann im Alter von 44 akzeptierte Edson White Jesus als seinen persönlichen Retter. Er schrieb seiner Mutter und teilte ihr mit, dass er jetzt erkennen konnte, dass Jesus ihn liebt und beschlossen hatte, in den Vollzeitdienst zu gehen. Er las das Buch seiner Mutter, in dem sie die Notwendigkeit und Bedeutung der Arbeit im Süden beschrieb und beschloss, die Mittel zu beschaffen, um ein Boot zu kaufen, mit dem man in den Süden segeln konnte. Der Süden war zu dieser Zeit kein begehrtes Missionsfeld. Die Sklaverei war gerade abgeschafft worden, die Lage war angespannt und dort unten gab es einige Leute, die nicht wollten, dass die neu befreiten Sklaven Zugang zu Bildung hatten. Edson White machte sich daran, dies durch das Morningstar-Boot zu ändern. Edson White leistete großartige Arbeit im Süden und half dabei, die gerade begonnene Arbeit zu beschleunigen. Seine Bootsidee war genial, denn damals wurden Schulen und Kirchen regelmäßig in Brand gesteckt. Durch seine Arbeit in diesem neuen Feld entstanden etwa 15 Schulen, ein Sanatorium sowie ein Verlagshaus. Es gibt keine narrensichere Methode, um Kinder großzuziehen. Auch Kinder haben einen freien Willen. Alan White schrieb viele Ratschläge zur Kindererziehung und trotzdem hatte auch sie Sorgenkinder. Die Geschichte von Edson sollte uns daran erinnern, dass wir die Menschen nicht aufgeben sollten, auch wenn alle Hoffnung verloren scheint. Möglicherweise gibt es für diese Person in der Zukunft noch große Pläne. Bete für sie, arbeite mit ihnen, ringe um sie und lass Gott den Weg führen.